Ja, ein Video über Ernährung? Klar, können wir gerne machen. Ach so, ein Video über naturverträgliche und sozial gerechte Ernährung? Noch lieber, ist eh viel besser. Aber wie müsste unsere Ernährung aussehen, damit sie ressourcenschonender, umweltverträglicher und gerechter ist? Unsere Ernährung sollte ressourcenschonender werden. Das geht zum Beispiel, indem man eher zu frischen Lebensmitteln statt zu hochverarbeiteten greift. Außerdem sollte unsere Ernährung gerechter werden, indem wir allen Menschen, die an der Produktion unserer Lebensmittel beteiligt sind, gerechte Preise zahlen. Das gilt regional wie global. Bezogen auf diese drei Stichworte, saisonal, regional und fair. Es lohnt sich, regionale und saisonale Lebensmittel zu konsumieren. Außerdem lohnt es sich, auf Plastikverpackungen zu verzichten, wo es geht. Nicht zuletzt sollten wir bewusst konsumieren, damit weniger weggeschmissen wird. Und fair produzierte Lebensmittel sind der letzte wichtige Schritt. Zu einer nachhaltigen Ernährung gehört für mich, deutlich weniger tierische Produkte zu konsumieren und mehr Nahrungsmittel nach Prinzipien des ökologischen Landbaus herzustellen. Sie müsste mit weniger Pflanzenschutzmitteln auskommen, die alles außer bestimmten Monokulturen drumherum abtöten. Und es müssten weniger Flächen für Futtermittel verwendet werden für Massentierhaltung. Ja, und natürlich müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass weniger von dem, was eigentlich zum Essen gedacht ist, in den Tanks von Autos landet. Was müsste sich dafür verändern? Einmal müssten die Landwirte einen besser entlohnt werden für ihre Produkte. Wenn man gerade jetzt schaut, dass die Lokführer 5 Stunden vom Lohnausgleich erstreikt haben, die Landwirtschaft arbeitet weitaus mehr Stunden und da müsste an ihrer Stelle Entlohnung sein, gerade seitens der großen Konzerne passieren. Die Konzerne, die Lebensmittelkonzerne oder die großen Einzelhändler, die eine ziemliche Macht haben, die sind ein Problem, weil sie die Preise quasi diktieren. Da müsste sich was ändern, dass das mehr wieder in die Hand der Landwirte kommt. Für eine gute Ernährung muss man eben auch Geld in die Hand nehmen. Und die Politik kann die Rahmenbedingungen dafür schaffen, aber wir müssten als Kunden letztlich auch bereit sein, den Preis für ein gutes Essen zu bezahlen. Im Alltag sich immer wieder zu entscheiden, was gut und richtig ist, ob ich ein Produkt kaufe, was nachhaltig ist oder nicht, ist schwierig, denn die Sachverhalte sind komplex und es ist nicht auf Anhieb zu sehen, was denn nun gut oder richtig ist. Dass man besser unterscheiden kann, was man kauft, wo es herkommt, wie es produziert wurde und dass es leichter ist zu erkennen, nachhaltige Produkte, die auch fair gehandelt sind, die Natur und Umwelt und auch dem Sozialen zugutekommen, leichter zu unterscheiden und dann entsprechend eine Auswahl zu treffen beim Einkaufen. Zum Beispiel auch ganz kurz, so ein Label, was dem Konsumenten auch ganz deutlich macht, welche Ressourcen gebraucht wurden, um dieses Lebensmittel herzustellen. Also Wasserverschwendung oder auch soziale Gerechtigkeit und so weiter, dass man das kennzeichnen würde. Also vor allen Dingen müssen wir dann damit anfangen, dass wir von Kindesalter an die Menschen, also von Kindern und Erwachsenen, erklären, ja, wie eine gute Ernährung zustande kommt in der Region und auch damit die auch die Fähigkeit bekommen zu beurteilen, was eine gute Qualität für Ernährung ist. Es braucht aber mehr als individuelle Verhaltensänderungen. Es geht um strukturelle Veränderungen, die notwendig sind, und um nachhaltige Zukunftserzählungen. Auf politischer Ebene brauchen wir ein EU-Lieferkettengesetz, das Unternehmen dazu bringt, sich damit auseinanderzusetzen, wie produziert wird. Außerdem finde ich es super kritisch, wie zum Teil Fleisch und Tierprodukte so billig angeboten werden könnten. Da sollte die Politik auf jeden Fall was dran ändern. Als Hochschule mit wirtschaftlichem Schwerpunkt sehen wir besonders in der Forderung zur Änderung des Steuerkurses für Lebensmittel einen Hebel für die Gestaltung einer gerechten Ernährungswende. Dabei sprechen wir uns für eine Senkung der Mehrwertsteuersätze pflanzlicher Alternativen von aktuell 19% auf den ermäßigten Steuersatz von 7% für Grundnahrungsmittel aus. Ökologisch und fair produzierte Lebensmittel dürfen keinen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber den konventionellen oder Billigprodukten, die auf Kosten von Umwelt- und Menschenrechten produziert wurden. Außerdem
sollte auf politischer Ebene, so wie in Frankreich zum Beispiel, ein Verbot zur Nahrungsmittelverschwendung eingeführt werden auf gesetzlicher Ebene, sodass zum Beispiel Supermärkte nicht mehr so viele Lebensmittel, die noch gut sind, wegschmeißen dürfen. Wir brauchen auch auf kommunaler Ebene Veränderungen, zum Beispiel bei der Gemeinschaftsverpflegung für Kitas und für Schulen. Dort müssen wir verstärkt auf regionale Bio-Lebensmittel und auf fair gehandelte Produkte setzen. Und in der Politik, glaube ich, müsste auch noch mal viel mehr getan werden, auch um die Menschen zu erreichen und auch um Akzente zu setzen. Klare Vorgaben, auch in den Kommunen zu sagen, wir unterstützen Foodsharing, wir geben da auch Geld für. Das ist momentan noch so eine Nische und ich glaube, die müsste von Seiten der Politik ganz klar geschlossen werden. So, jetzt habe ich natürlich ganz viel gesagt, was man tun müsste. Da muss man sich ja auch immer auch an die eigene Nase packen. Was machst du bereits? Also ich kaufe total gerne auf dem Wochenmarkt ein und plane auch meine Einkäufe sehr genau, dass ich möglichst wenig wegschmeiße. Gerade im Winter fällt es mir schwer, was koche ich? Und da probiere ich einfach mal neue Rezepte aus, vor allem mit vielen Kohlsorten. Wenn ich Obst und Gemüse esse, dann versuche ich auf regionale, saisonale Ware zurückzugreifen. Wenn das jetzt um Produkte geht, die in Ländern des globalen Südens angebaut werden, also Kaffee, Kakao, Zucker und so weiter, dann greife ich auf fair gehandelte Produkte zurück. Also ich bin jetzt seit 7 Jahren bei Foodsharing aktiv. Seit 2 Jahren engagiere ich mich auch als Botschafterin hier im Bezirk Trier. Und wir retten eben Lebensmittel vor der Tonne. Das ganz große Ziel von Foodsharing ist letztendlich, diesen Überfluss zu besiegen. Also, dass wir uns selbst abschaffen, indem dann die Konzerne auch irgendwann merken, wir brauchen diese Überflussproduktion nicht. Ich bin auch in der Küche für alle involviert. Das ist ein Projekt, wo wir eben nicht nur mit Jugendlichen und Kindern kochen, sondern denen auch dieses Nachhaltigkeitsthema beibringen. Bereits seit 2012 mit der Verleihung des Umweltpreises Landes Rheinland-Pfalz ist dokumentiert, dass wir bereit sind, eine Menge zu machen. Und seitdem haben wir auch davon nicht abgelassen und stehen jetzt sogar mit der Eröffnung von Gehechnis, einer Gastroeinrichtung, die sich konkret Saisonalität und Regionalität verschreibt, vor einem weiteren großen Schritt. Also wir arbeiten schon über 30 Jahre biodynamisch nach Demeter-Richtlinien. Wir haben also einen Hof und versuchen das so zu gestalten, dass möglichst für viele Menschen gute Lebensmittel von einer hohen Qualität produziert werden. Also eine Welt ohne Hunger ist möglich, wenn wir was an den Regeln machen. Am 2. Mai ist der Deutsche Erdüberlastungstag. Wenn alle Menschen so leben würden wie wir in Deutschland, bräuchten wir 3 Erden. Die Art und Weise, wie wir uns ernähren und Landwirtschaft betreiben, verursacht bis zu 37% aller Treibhausgasemissionen. Wir brauchen eine Ernährungswende. Jetzt!